Hallöchen, hallo. Ich weiß nicht, wie spät es ist da draußen an den Bildschirmen bei euch, aber ich bin der Seppel von Newcomer TV und von Virus Musik Radio und ihr seht heute die erste Folge von Newcomer TV History hier auf dem offenen Kanal. Das ist schon mal ein Riesenapplaus wert, also patscht mal in eure Hände und seid mal gespannt, weil Newcomer TV gibt es seit 2002, das heißt die erste Staffel von 2002 bis 2007 statt und sie haben sogar den Lea bekommen für wirklich herausragende Arbeit in Sachen Förderung von jungen Bands. Und dann war erstmal Pause und 2014 ging dann die zweite Staffel los und die dauert bis heute an. Aber jetzt wenden wir einen Blick oder versuchen wir oder gestatten wir uns einen Blick ins Archiv und begegnen dort einer Band, die wir auf einem Benefiz-Festival mitten im Sommer 2002 aufgezeichnet haben. Aleph heißt die Band, sie machen so eine Art Alternative-Crossover, sage ich jetzt mal. Eine fantastische Lady in der Front und unglaubliche heiße, aerodynamisch geformte Jungs, die dann die Instrumente wie Gitarre, Bass und Schlagzeug bedienen, damit die Frau auch richtig zur Geltung kommt. Die Band gründete sich 2001 und sie haben es nach wirklich einem aufregenden Rock'n'Roll-Leben sogar 2006 geschafft, eine China-Tour zu machen. Und irgendwo die Herolde und die Uhus des Rock'n'Rolls unken, dass es die Band 2011 auch noch gegeben hat. Vielleicht gibt es sie auch jetzt noch, wir würden es ihnen wünschen. Genau können wir es leider nicht sagen, weil wir begegnen den Bands in der Regel nur einmal, nämlich dann, wenn wir sie aufzeichnen und wenn wir ein Konzert sozusagen von ihnen besuchen. Also jetzt freut euch auf Aleph aus München, die jetzt euer Haus rocken werden. Viel Spaß! We're killing it. Ich sitze hier gerade mit der Band Aleph, ja. Ne? Und ihr kommt von richtig weit her, deshalb muss ich die Gelegenheit jetzt nutzen, euch jetzt anzusprechen. Ich fange bei dir einfach an, stellt euch doch mal kurz vor. Hi, ich bin der Philipp, spiel Rhythmusgitarre. Hi, ich bin der Patrick, spiel Gitarre. Ich bin die Aleph und ich singe. Ich bin der Martin und ich spiel Bass. Ich bin der Willi und bin der Schlagzeuger. Ich bin der Saner und bediene die Tasten und die Saiten. Sagen, dass ich es hier geil finde. Also ich habe Bensheim jetzt nicht so gesehen, wir sind nur rumgefahren, aber hier finde ich es geil. Die Leute und alles, die Stände, finde ich geil. Mehr kennen wir von Bensheim noch gar nicht eigentlich. Wir sind gerade erst angekommen praktisch, weil es ist ein langer Weg von München her aus dem Süden, ja. Aber Sandstrand, super. Ja. Aber der Fahrer war super hierher. Der Fahrer war Wahnsinn. Vielen Dank, Willi, hat sich niemand bedankt. Entschuldigung. Ja, ich stelle einfach nochmal eine Frage, bevor ihr irgendwie alleine Entertainment macht. Ich habe erst ihn kennengelernt und er ist auch der Produzent der Band und dann haben wir uns so nach Songwriting und so zusammengetan als Band und uns so zusammengewürfelt, ja. Ja. Ja, kam so. Einer nach dem anderen praktisch. Ja, genau. Was brauchen wir? Bass und Gitarre und dann kamen immer mehr Leute dazu. Jetzt sind wir 6. I can mean nothing to you. Save.
das für euch was anderes jetzt auf so einem, klar, ihr habt Publikum, wenn ihr hier auf so einem Gig seid, aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal eure CD oder so anhört? Wie ein Unterschied. Mhm. Ja, live. Was man da empfindet einfach. Ja, ist gut. Ja. Also wenn wir die CD anhören, headbangen wir selber. Und wenn andere Leute anhören, headbangen die für uns. Hoffentlich zumindest. So sollte es zumindest sein. Fragen so von Frau zu Frau. Wie ist denn das so mit 5 Jungs? Oh, ich finde es besser als mit 5 Mädels. Wieso? Ich weiß nicht. Ich mag die alle gern. Super Truppe. Ja, zickig wahrscheinlich, oder? Wie wir es dann hätten. Wie wahrscheinlich. Ich bin so zickig und dann mit 5 Mädels geht nicht oder so. Gell? Ja, ja, ja. Listen to me. Männer mit einer Frontfrau? Du, ganz normal, ja. Chefin, genau. Die Chefin sagt, okay, hier spielen wir, dann spielen wir. Ja. Das ist kein Problem für uns. Ich habe schon öfter mal gehört, wenn man eine Frontfrau vorne stehen hat, hat man einfach schon bei gewissen Events irgendwie die Nase vorn, hat man gleich einen Pluspunkt. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Nee. Von wem kann das nicht? Also ganz weit hinten. Verändert sich eines Tages. Nee, also einen Unterschied merkt man schon, finde ich, dass das Publikum sehr oft natürlich auf die Sängerin schaut und also ich glaube mehr als sonst. Die gucken halt dann immer, aha, was ist da los? Vor allem gerade in der Rockmusik, weil wir sind ja eine Rockband. Ja, was soll ich sagen? Aleph hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ungefähr im Jahr, würde ich mal sagen, so an die 30, 40 Bands aufgezeichnet, von Jahr zu Jahr mehr. Also wirklich eine Menge Konzerte. Und die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt den Blick ins Archiv wenden, nach welchen Auswahlkriterium suchen wir da eigentlich die Bands raus, um sie euch nach und nach auf dem offenen Kanal zu jeder Stunde zeigen zu können? Also wahrscheinlich, ich weiß, viele Musiksendungen im offenen Kanal laufen nachts um 2, 3. Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Zeit. Also das Auswahlkriterium existiert nicht. Das geht einfach mal frei, wie man so schön sagt, frei nach Schnauze. Und das, was dem Jochen in die Hand fällt, das wird dann einfach gezeigt. Der Prozess ist so, dass die ganzen Konzerte wurden ja auf Videobänder sozusagen aufgenommen und müssen, also dieses ganze Archiv ist eigentlich Videomaterial und das muss erstmal digitalisiert werden.
Und ja, da sind einfach die ersten Bands, die digitalisiert wurden, dran. Und die nächste Band, die ich euch vorstellen möchte, erinnern sich vielleicht sogar die einen oder anderen von euch aus ihrer Jugend noch dran, nämlich Nevermind, deutschsprachiger Punkrock aus Schlitz. Ja, wirklich drei extrem junge und gut aussehende Menschen, die sich dem deutschsprachigen Punk verschrieben haben und die 1995 ihren ersten Gig hatten und, man höre und staune, ihren letzten, den wir sozusagen finden konnten, war, der letzte Gig war im Schlosskeller zu Darmstadt, irgendwann im Januar 2017. Also das heißt, in diesem Jahr haben sie nochmal ihre Instrumente ausgepackt, sind natürlich älter geworden, man sieht es ihnen auch an, aber die Aufnahmen, die wir euch jetzt zeigen, sind wirklich einfach Premium-Aufnahmen aus ihrer besten Jugendzeit. Und da geht es richtig doll ab, da in der Turnhalle, wo sie da spielen. Und deswegen jetzt viel Spaß mit Nevermind, deutschsprachiger Punkrock aus Schlitz. Wir sind Nevermind und ihr seht Newcomer. Newcomer. Hör auf, du kommst zu spät zur Arbeit, das ist dir scheißegal. Dein Chef meint nur, das wäre die Woche schon zum dritten Mal. Nevermind, 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 nevermind. Oi, 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 nevermind, 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 nevermind. Bei mir sitzt jetzt die Band Nevermind. Ich würde sagen, stellt euch doch mal kurz vor. Ich fange mal bei dir an. Ja, ich bin der Toto und bin der Trommelschlumpf. Ja, ich bin die Petra, spiel Bass. Ja. Ich bin der Matze und spiel Gitarre und sing. Und was für Musik macht ihr? Wir machen Punkrock. Mit einem Bier in der Hand bist du durch die Welt gerannt. Glücklich und zufrieden, das haben wir längst erkannt. Jetzt hier! Wer die Texte nicht versteht, kann es im Internet auch nachlesen. Wie ist eure Adresse? www.nevermind.rosaund.de. Rosaund ohne H. Jetzt muss ich dich noch was ganz fragen. Ich sehe ja schon, dass du deine Lippe immer so ein bisschen nach hinten ziehst. Und du bist ja Sänger. Ist da schon was passiert, so mit dem Mikrofon? Nee, bei meinem Mikrofon noch nicht. Nur bei den Backstage-Partys höchstens mal irgendwo hängen geblieben. Von der Redaktion gleich wieder eins auf den Deckel, aber ich frage trotzdem, wie kommt eine Frau zum Punkrock? Ja, zufällig eigentlich. Also ganz ursprünglich habe ich eigentlich klassische Gitarre gespielt und habe dann in der Band gesungen. Und ja, und dann kam er halt an, weil ich mit ihm so schulmäßig in der Klasse war. Und dann kam er halt an, wie gesagt, die haben einen Bass gesucht und nach dem Motto, ja, kannst du auch Gitarre, kannst du bestimmt auch Bass. Vor zwei Jahren haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Ich bin so weit, ich war schon besoffen. Zwei Jahre hab ich dich jetzt lange eiskalt wieder bei. Jetzt bist du endlich weg und ich bin frei. Jetzt bist du weg, jetzt bist du weg. Dabei warst du gerade noch da, jetzt bist du weg. Ich muss ja sagen, am Anfang habe ich Punk eigentlich auch wirklich überhaupt nicht. Also damals so Green Day und so war ja okay, aber so richtigen Punk-Sachen eigentlich gar nicht so gefallen. Und aber so nach einer Weile, so nach einem halben Jahr oder so, habe ich dann gedacht, eigentlich ist es doch ganz klasse. Also. Und ja, seitdem gefällt es mir also auch selber. Es ist einfach wunderbar. Ich war wohl echt Zeit mit dir, sonst wärst du ja noch da. Ich werd mir auf einmal sonnig klar. Ich werd mir auf einmal sonnig klar. Das wird mir auf einmal sonnig klar. Matze, ihr wart ja mal im Studio und habt was aufgenommen. Wie waren da deine Erfahrungen? Ja, das war ganz lustig, weil wir mit dem Typ von dem Studio uns in der Zeit ziemlich angefreundet haben. Und von daher war das eine relativ lockere, also anfangs war es schon anstrengend, so das Einspielen und so, aber dann wurde es richtig lustig. So, dann wurden auch die Stunden nicht mehr so gezählt und dann haben wir viel gefeiert. So sind wir dann auf die ein oder andere Idee gekommen.
ist eine Idee, vielleicht heute Abend auch zu hören. Hi. Das war. Hier reißen sie gerade die Bude ab, aber das macht gar nichts. Wir reden einfach weiter. Ja, klar. Ja, eigentlich alle. So irgendwie, also die Ideen, die ich damit meine, so, die im Fallen entstanden sind, sind so die Gimmicks, die auf der CD mit drauf sind. Das heißt irgendwie ein Meeresrauschen, Akkordeon, was weiß ich was, irgendwo noch eingebaut. Heute kommen die Songs dann eher ziemlich roh, aber denke ich nicht schlecht. Wie ist es denn, also. Hallo? Er war das Spaßmobil, wir hatten Spaß daran fühlen. Er war mein Volvo in mein Rund. Er war das Spaßmobil, wir hatten Spaß daran fühlen. Doch leider ist er heute tot. Heute tot. Wie seht ihr eure Zukunft? Von der Band her einfach immer schön weitermachen, viel auftreten, wollen wir dabei halt auf jeden Fall ja, den viel genannten Spaß haben und halt andere Bands kennenlernen und auch halt mal außerhalb spielen jetzt. Wie. Entschuldigung, das war das Zeichen. Ja, ich würde sagen, wir hatten auch Spaß, oder? Hoffe ich zumindest. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Nochmal bitte. Ja, vielen Dank. Jetzt hatte ich irgendwie den Faden verloren. Ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal zusammen, die Musik an. Und danke, dass ihr Zeit hattet und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr zu Hause auch. Frankfurt-Triff hab ich gesagt, mit der Raum ins Feldjahr. Noch einmal Spaß auf der Bahn. Vor Zeiten vollen Ersten, saß getrieben und auch Bersten. Kurz und schmerzlos war mein Plan. Er war das Spaßmobil, wir hatten Spaß daran fühlen. Er war mein Volvo in mein Rot. Er war das Spaßmobil, wir hatten Spaß daran fühlen. Doch leider ist er heute tot. Heute tot. Spaßmobil, wir hatten Spaß daran fühlen. Er war mein Volvo. Tja, nach diesem echt ausgelassenen Party-Feeling von Nevermind kommen wir jetzt zu einer Band, die wir 2002 auf einem Festival mitten im Sommer gedreht haben und deren Sängerin nach eigener Aussage wirklich sehr glücklich ist, nach der Zwang-Baby-Pause wieder so einen tollen Gig gehabt zu haben. Die Rede ist von Siren on Mars, eine Band aus Deutschland, lauter junge Menschen, die sich zusammengefunden haben, um eine Art Alternative Indie Rock zu zelebrieren. Sehr tanzig, macht Spaß, ihnen zuzusehen und zuzuhören. Deswegen viel Vergnügen für euch mit dem Konzert von Siren on Mars. Why should I wait till tomorrow if I could have it all today? Why should I wait till tomorrow if I could have it all today? Ich bin hier mit der Gruppe Sirens on Mars. Total klasse, total super Gig, den er gerade macht. Ja. War super toll. Also ich spiele Bass und heiße Lars Bordeaux. Ich bin der Christian und ich spiele die Gitarre. Ich bin der Marco und ich spiele Schlagzeug und bin für die Samples verantwortlich. Ich heiße Josh und spiele akustische Gitarre und singe. Ich heiße Kerstin und singe. I'm glad to handle it my way. We'll be right back.
tell me. Also seit anderthalb Jahren gibt's euch. Sirens on Mars. Genau. Und du bist die Siren. Quasi, ja. Okay. Der Josh und ich, wir haben die Texte hauptsächlich geschrieben und die Musik, die entsteht so meistens im Proberaum drumherum. Jeder bringt da so ein Stückchen mit. Ja. Alle zusammen. Genau. Wir versuchen sehr viele Einflüsse zu vereinen in der Musik. Versuchen auch ab und an mit Samples zu arbeiten. Nicht immer, aber dadurch erhält man auch nochmal mehr Möglichkeiten und wir sind offen für alles im Prinzip. Wir wollen jetzt einen Schritt wagen und wollen versuchen, Gigs halt auch überregional zu spielen, einfach um uns präsentieren zu können und die Leute darüber zu informieren, dass es unsere Musik gibt. Sonst kann ja keiner Zugriff drauf nehmen. Ja. Schon Alarm hier wieder vom Team. Mhm. Habt ihr noch ein letztes Statement sozusagen? Die berühmt-berüchtigten letzten Worte. Listen to Siren on Mars. Und ich will nie so aussehen wie Keith Richards. Okay. Hat man dir noch was? Ich bin froh, nach der Babypause jetzt wieder so einen guten Gig gehabt zu haben. Now I feel so high, cause I said to you goodbye. Bye-bye. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.